Willkommen zu weiterer Folge von Junge Gut, Fliege stirbt in One Shot, wenn ich treffe. Ja. Gut Arbeit, Crony, gut Arbeit. Wir werden weiter leveln. Irgendwie habe ich gerade den Kleriker Rüstungsmeister gesprochen. Nein. Er hat nicht genug Anlauf genommen. Nein. Ich hätte sie direkt darunter schießen können. Und er hat einfach nicht genug Anlauf genommen. Oh. Enttäuschend. Es tut mir leid. Das war ein schwacher Rattenfreistoß. Ich habe irgendwo noch eine Ratte irgendwo gehört. Du bist keine Ratte. Du bist keine Ratte! Irgendwo noch eine Ratte? Nein. Verdammt! Das da unten sind Ratten, aber da habe ich schon was für meine Montage. So viele Gleiter und man kann Nähen benutzen. Malter Tracks. Da haben wir noch einen Wüstenteufel. Der ist gleich zum Boden gegangen. Wochen Wüstenteufel. Und wir sind sowieso in einem Gebiet mit nur schwachen Gängern. Ah, die Attacke ist so lahm. Ich will die Sprintattacke. Elex da unten. Ein bisschen Elex. Dann holen wir uns das bisschen Elex. Schlechter Zeitpunkt. Ach, komm schon. Da ist der One-Shot. Jetzt. Schlechter Zeitpunkt. Wirklich. Wer will denn noch sterben? Wer will noch sterben? Du? Jetzt da. Verfahren. Oh, so viel. Nein, nicht. Oh, Mist. Komm, Kopf raus. Und er ist verschwunden. Plus, ich setze Steinwurf ein. Na, den wird Crony schon erledigen. Reichweite. Was macht der Fluchskriecher da hinten? Oh, ausweichen. Gute Arbeit. Habe ich gerade eine Gleitrolle gemacht. Cool. 200 Erfahrung. 263. Das ist schon besser. Ah. Diese Dinge brauche ich nicht killen. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. So, ich habe das erste dieser DNA-Fragmente für Dawkins gefunden. Fehlen noch drei weitere. Dieses DNA-Fragment sieht vielversprechend aus für Dawkins Forschung. Ich sollte ihm davon berichten. Meine Damen und Herren, wir haben hier einen Bestienfight. Ein Raptoid gegen einen Schlurfender. Der Schlurfende zerstört das kleine Ding. Wow. Was für ein eindeutiger Sieg. Deine Belohnung für diesen Sieg ist der Tod. Mods, die ich mir angeschaut habe, habe ich auch zwei Mods gesehen, die es schwieriger machen, das Spiel noch. Bis auf Kampfkolossen braucht es eher eine Intelligenz-Upgrade und nicht ein Bullet Sponge-Upgrade, aber so genau habe ich es mir noch nicht durchgelesen. Ob die intelligenter werden oder ob sie einfach mehr Bullet Sponge werden. Hier. Ach, ich hätte in die Stadt fliegen sollen.
Yep. Wrong. Damage Mode wrong. Warnung. Mutantenaktivitäten in diesem Gebiet festgestellt. Ursache unbekannt. Gut zu wissen. Ich werde vorsichtig sein. Werden wir das? Wir können uns hier das Schwachsinnschild holen, das wir sowieso nicht benutzen. Hopp, da haben wir schon einen. Leider haben wir keinen Schlürfenden. Und der Karte ist direkt was neben mir. Vielleicht sind das die Gegner unter mir. Ah! Hey! Yeah. We got the lever up, we got the lever up. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Die Analyse sagt, das ist ein Boss. Wow, wow! Das war eine Surprise Attack. Ah, verdammt. Hab den Move gesehen. Ganz krass. Hopp. Hopp. Mist. Oh, da hat's mich durchgedreht. Ach komm, warte nach. Der Sparta kickt einfach mal in meine Richtung. Nein, Crony! Verdammt! Das Pilzgefährte hätte ich dich gewonshottet. Weil das Sinn ergibt. Ach, Crony lebt noch. Okay, hast du Glück gehabt. Hat ihm schon wieder eine gegeben. Verdammt. Armer Crony. Muss was mitmachen gerade. Oh. Ich habe gar keinen Rüstungsvergleich gemacht. Die Rüstungen von den Morkons besser sind als von den Klerikern und Alps. Mal schauen, her schauen irgendwie. Aha. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Gyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus. Das artet? Was soll das denn heißen? Nein, ihr werdet ignoriert. Was für ein schöner See. Wir schwimmen. Kleiner Kritter. Perfekte Landung. Für die perfekte Landung gesehen. Darauf kann man stolz sein. Nur eine HP. In den Teilen vom Land war ich auch noch nie, glaube ich. Wir können uns einen Truthahn-Freistoß holen. Komm her, Kleiner. Truthahn-Freistoß! Nicht so cool wie eine Ratte. Schau, ein Radioturm. Das zahlt sich bestimmt aus. Ha, 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 ha. Wow. Dodging. Da war ich, glaube ich, echt noch nie. Was kommt hinter uns? Ein Truthahn. Gebiet, wo ich noch nie war. Okay, wir erkunden es. Ob das der erste Radioturm ist, der sich auszahlt? Wohl kaum. Okay. Ja. Komischerweise kann ich wieder fliegen. Ganz normal. Energiezelle. Blaster. Das ist doch ein normaler Waffe, oder? Sonst hätte die den cooleren Namen. Ja,
Kein Bauchfleck heute. Ich glaube, da war ich echt noch nie. Na dann, erkunden wir. Besen. Globerbier. Als wertvolle Sache. Ah. Ehrlich gesagt. Schauen wir, ob wir irgendwas Interessantes hier finden, sonst sind wir raus. Wie ein Safe. Oder ein bisschen ein dunkles Helix. Eine Tasse. Wow. Okay, wirklich. Keinen Safe gesehen. Komm schon, gib mir das kleine Helix-Ding da. Leere Häuser. Ob da ist ein Tresor. Hacken. Ob wir das noch können? Das ist ja nur Zahlenspiel. Ist nicht so wie so schlimm wie das Mass Effect. Hack Game. Das ist das Schlimmste. Das Mass Effect Hack Game ist das Schlimmste. 3. 0. 8. 8, das 6, war 2. Nichts. 8, 6, 2. 6. Nein. Nein. 8, 6, 2. Das gibt keinen Sinn. Geht doch. Das sind Loot heute. Wenn die Zahl gelb ist beim Safe, markiert sie dir oder sagt sie dir, dass eine Zahl direkt daneben die nächstrichtige ist. Also, ich denke mir immer, dass es eine Zahl höher oder tiefer dann sein muss. Aber anscheinend ist es ein bisschen weiter verteilt als das. Das heißt, im Tastenfeld einer der näheren Zahlen. Uff, ich war nicht One-Shot. Schon mal was Gutes, wenn nicht One-Shot ist. Blup. Oh, bitte nicht am Berg oben. Nein, hier unten passt. Ein Ziel. Oh, Raptor angelockt. Raptor hat meinen Kill geklaut. Verdammt. Rein zum nächsten Raptor. Wobei gedodged, wie ich das geschafft. Verdammt. Und genug herumgeflogen. Wow! Wow! Mal schön auf Krone gehen. Ich glaube, wenn ich diese Mission fertig habe, habe ich mein Level up. So. Ein weiteres DNA-Fragment. Fehlt noch eins, das Dawkins in meinem Adjutor markiert hat. Ich sehe hier keine Leiche. Nur Loot. Jo, das haben wir was in der Nähe. Das Berserker Let's Play werde ich mich wahrscheinlich vorausleveln. Damit ich nicht alle Leute da beim Rumleveln
damit ich Leute nicht das Rumleveln aufzwinge. Was jeder schon gesehen hat, ein paar Mal. Ach, gute Landung. Verdammt, lande ich gut. Was haben wir da? Pilzgefährte. Hier warst du also die ganze Zeit. Du bist gleich dazu reingemordet, wenn ich das könnte. I got the high ground. Was macht ihr jetzt? Unter mir verschwinden. Gute Taktik. Whoa! Oh, so ein Ding. Und da kommt die Unterstützung. Okay, kommt nur davon. Ja, genau deswegen. Und die nächste Unterstützung. Nimm den Trank, Mann! Was für ein Dodge. Okay. Nein, Schwert. Gut, gut, gut. Oh, da fehlt noch einer dann. Das Ding. Haut nach ganz oben ab, wenn es einmal attackiert wurde. Schaut euch diesen Feigling an. Oh, komm schon, wirklich. Musst du den Highground so ausnutzen? Schau, schau. Krass, krass, einfach krass, okay. Dann gehe ich halt looten inzwischen. Komm doch runter, wenn du dich traust. Ich sollte nun genug Material für Dawkins Forschung des dunklen Elix haben. Es wird Zeit, dass er endlich brauchbare Ergebnisse vorweisen kann. Komm runter. Bleib oben. Zeit hier einfach zu looten, oder? Ich weiß ja, wenn er attackiert. Na geht doch. Das ist kein Morkonsgebiet. Da komme ich nicht drauf. Zurück zu Dawkins und uns das Level abholen. Ich hab haufenweise Attribute auch. Da stecken wir es halt in Constitution. Damit wir ein bisschen Hochkunstfähigkeiten leveln können. Nein, Bulli. Hilft dir nicht. Ein anderes Mal. Vielleicht. Nie wieder. Bla bla bla. Ah, verdammt. Ja. So. Scheiße. Ich weiß nicht. Du gehst vor und ich bleibe dicht hinter dir. Da gibt's ja nicht viel zu tun. Die Heuschrecke da hinten, wie auch immer, Fleischgrille heißen die, glaube ich. Oder Ripper.
Die lassen wir in Ruhe. Das ist ein Morkons Thumbnail-Platz. Ja. Warum nennen Sie dieses Ungetüm der Gamara? Der dem Zentrum der Skyens in Marakor am nächsten platzierte, ist der Alpha-Former Alphara. Der zweitnächste Betara und so weiter. Gamara wäre demnach der dritte. Die Benennung der Former ist offenbar eine Mischung aus Funktion und der Entfernung von einem Zentrum, das in Marakor liegt. Habt ihr auch die toten Gegner reinfliegen und reinspawnen sehen? Sieh dir an, was sie hier erschaffen haben. Tschüss, Adam. Habe ich jetzt... Ich habe fast nichts bekommen. Man, Level up. Ah ja, genau. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich hoffe, ich krieg da ein Level up mal raus. Und ein bisschen Erfahrung. Hoppa, mein Sohn ist weggelaufen. Wir wissen es. Kann ich Drohne mitnehmen, ohne dass sie mich irgendwo rumteleportieren? Mitkommen. Dieses Gespräch. Wir starten, wo wir starten. Wir sind wieder, wo wir gestartet haben. Und wir werden wieder eine Katze überspringen. In der Hoffnung auf ein bisschen XP. Gute Landung. Wird immer besser. Der Jarks. Was gibt's denn hier oben? Schönes. Da war ich auch noch nicht. Bin bereit zu erkunden. Starke Gegner, also vielleicht eine legendäre Waffe. Und Ratten. Aus der Distanz. Ab, der hat getroffen. Guter Dodge. Oh, da haben wir noch einen fetten Gegner geholt. Warum halt will doch nicht zuschauen. Ob der. Nein, der kämpft nicht auf meiner Seite mit. Und das sind so ziemlich die leichtesten Gegner zu besiegen, weil sie einfach so langsam sind. Schaut euch doch an, wie langsam der ist. Der macht nur Steinwurf. Und sein Steinwurf hat anscheinend 10% Genauigkeit. Ja, ja. Sein Steinwurf ist Dreck, Mann. Das wäre in andere Pokémon-Attacken investieren sollen. Ja. Ein Wetter geworfen und Kroni hat nichts getan. Eine neue Ortung. Thompson Town, Caracas. Okay, dieses Mal wollen sie offenbar die alte Ruinenstadt verwanzen. Ich bin sehr interessiert an den neuronalen Netzwerken der Skyens. Wie effizient sind sie? Dank. Wühlen im Ruinendreck für die Wissenschaft. Meine Sensoren haben... Ja, genau. Du brauchst dir die Hände nicht schmutzig machen. In diesem Fall? Müsstest du erst einmal Hände haben, ich weiß. Roni, raus aus dem Unhold. Das ist eklig. Verdammt. Ach, auf die Leichen hier zu ständigen.
Ich weiß, das sind Monster, aber das haben sie nicht verdient. Sie wollen mir doch nur eine legendäre Waffe hier geben. Und einen guten Trank. Des Scharfschützen. Schicklichkeit, oder? Doch schon längst vorbei. Was tue ich hier? Ein Muckefack trinken. Geschicklichkeit, ja. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Du bist das einzige Brüchige hier. Oh. Oh. Das ist eine coole Mini-Stadt. Treibstoff. Ich habe mich zurzeit ja nichts gekauft. Da war ich auch noch nie. Zwischendurch schießen dich die Miss... Warte, Freistoß! Ja, Mist. Da war doch noch eine, irgendwo eine Ratte. Ratte, Freistoß! Der war gut. Na, Gott sei Dank. Wo ist das Monster? Endlich noch ein Monster. Nun halt. Das ist schon ein bisschen krasser. Was hast du geschossen, Ratte? Wo ist sie? Ist sie hinterhalb? Ratte hat Vorrang. Verdammt, wo ist die Ratte? Wo versteckst du dich, Ratte? Ist nicht Crony am Dach. Das wird ein legendärer Freistoß. Da muss ich speichern vorher. Oh, hoch da. Nein. Alter Abstand, Ratte. Muss dich freistoßen. Zu wenig Anlauf. Ratte, Freistoß. Nein. Legendärst. Ein guter von drei Freistoßen. Das ist zu wenig. Wo brauchst du hier? Ich hoffe, dass ich kein One-Shot bin. Schrott, mehr Ratte. Und noch was herumkriechen. Ich hab's gegen den Stein geschmissen. Ah. Nice. Ich hab den Typen nicht kommen sehen. Das war ein schlüffender. Schlüffender Surprise Attack. Ich habe gute und schlechte Nachrichten für euch. Die gute ist, ich kann wieder Freistöße machen. Schlechtes, ich habe euch wertvolle 30 Sekunden gekostet. Nein? Ich bin nicht gut genug. Das machen wir danach, okay. Kommt der Typ ins Haus zu mir rein? Schaut fast so aus. Legendäre Waffe. Okay, gut. Acker! Das ist echt eine legendäre Waffe.
Wo ist sie? Wahrscheinlich Constitution Waffen. Wann habe ich dich denn bekommen? Acker. Ich kann sie testen. Testen wir sie dann doch. Mit Sokol Zweikampf. Hier ist sie. Offenbar ist Sokol Blätze, das macht sie gut. Im Vergleich hier. Es ist wieder Zeit für ein legendäres Waffenvideo. Wo ist der Schlürfende gewesen, der mich früher gerade gekillt hat? Na, zeige ich es nochmal schnell auf der Map. Genau hier, zwischen Kuperonia. Ja, hier sind wir. Hier, hier, hier. Beim alten Konverter aufwärts. Direkt in der Dex-Mission. Oh wow, ich bin kein Zweihand-Fan. Okay. Ich kann ja nicht in der Luft schaden damit. Ich bin kein Zweihand-Fan. Das ist nicht wert. Das ist nicht wert! Warum kann ich keine Einhandwaffe finden, keine legendäre? Ah. Was habe ich hier aufgenommen? Ich habe doch gar keine Munition, oder? Nein. Ich glaube, ich gehe nicht mal bis zum Decks runter. Ich mache hier dann die Mission zu Ende oder die Episode und hacke mir das Schloss. Wirklich mal eine Zone mit Gift. Aber hier gibt es doch gar nichts Interessantes außer das Ende der Map, oder? Vielleicht hier unten dann. Okay. Ratten wollten wir noch schießen. Wo sind sie? Warte, Freistoß! Ich habe nur das Viech erwischt. Eine Ratte haben wir noch. Was ist das? Was ist das mit Ratten? Nein! Nein. Ich hatte keinen guten rausbekommen. Ah, Episode vorbei. Ich mache das Schloss in der Zwischenzeit.